Springer spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie einmal, sich kurz etwas vorzustellen. Und zwar stellen Sie sich bitte mal vor, Sie seien eine Kfz-Versicherung. Und Sie bieten Tarife an, ausschließlich ohne Selbstbehalt. Und jetzt überlegen Sie, welchen Fahrertyp Sie wohl als Kunde gewinnen bei einem solchen Angebot. Und überlegen Sie weiter, welche Auswirkungen das wohl auf die Stabilität Ihres Unternehmens hat. Wenn Sie mit diesen Überlegungen fertig sind, dann überlegen Sie, welche Risiken denn wohl in Kreditverbriefungen schlummern, wenn es keinen Selbstbehalt gibt. Und wir haben ja gesehen, dass verbriefte Kredite eine der Kernursachen der Banken- und Finanzkrise gewesen sind. Und deshalb möchte ich auch auf diesen Punkt den Schwerpunkt meiner Rede legen, zumal der Kollege Brinkhaus, bei dem ich mich für die gute und angenehme Zusammenarbeit, jederzeit angenehme Zusammenarbeit, Herr Kollege Zellmer, an dieser Stelle noch mal ausdrücklich bedanken möchte. Aber Kollege Brinkhaus ist auf alles Weitere eingegangen. Es würde nichts bringen, wenn ich das alles noch mal wiederhole. Deswegen werde ich mich auf diesen Punkt der Kreditverbriefung konzentrieren und die Frage stellen, was ist denn zu tun? Und da möchte ich Ihnen drei Punkte nennen. Erstens, man muss einen Selbstbehalt einführen. Ein gewisser Teil des Risikos muss beim Originator verbleiben. Das ist in der Richtlinie gelöst mit der 5%-Regel. Zusätzlich muss es Transparenz geben. Der Investor muss sich einen Überblick verschaffen über das, was er denn da eigentlich in den Verbriefungen drin hat. Auch da wieder bei der Kfz-Versicherung, da müssen Sie das Alter der Fahrer angeben. Sie müssen sagen, ob Sie eine Garage haben oder nicht. Und auch die Laufleistung in Kilometern pro Jahr spielt eine Rolle. Das ist also auch hier vergleichbar. Zweitens, der Selbstbehalt, und das ist der Kernpunkt, muss hinreichend hoch sein. Und da haben wir in der Anhörung einiges gehört und in einem Punkt waren sich eigentlich alle einig, nämlich darin, dass 5% sicherlich nicht der optimale Wert sind, den man allerdings, auch das wurde gesagt, nicht empirisch belegen kann, diesen optimalen Wert. Das ist im Übrigen auch die Position des Bankenverbandes und des Verbandes der öffentlichen Banken, kürzlich im Schreiben, das wir alle erhalten haben, niedergelegt. Also kann man davon ausgehen, und wir als Freie Demokratische Partei gehen davon aus, dass 10% der nachhaltigere Wert im Sinne einer effektiven Regulierung sind. Auch hier bei der Kfz-Versicherung, je höher der Selbstbehalt, umso niedriger die Prämie. Auch eine schöne Analogie an dieser Seite. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar müssen diese Regeln auch international kompatibel sein, damit es hier nicht zu Wettbewerbsnachteilen kommt. Da sagt die EU-Richtlinie 5%, das ist EU-weit quasi geregelt, ist aber natürlich nicht der Wert, den wir an dieser Stelle möchten. Wir gehen von 10% aus. Das ist für uns erstmal zunächst die richtige Größe, zumal, wenn man die 10% einführen würde, ja auch ein Verkauf von deutschen Kreditverbriefungen im Ausland nach wie vor möglich wäre, weil da ja nur die 5% gelten. Problematisch wird es ja nur, wenn Sie es innerhalb des Landes verkaufen wollen. Und da ist die Frage, was für ein Geschäftsmodell ist es denn dann überhaupt, was wir da unterstützen, wenn wir bei den 5% bleiben. Und da ist mir eine Aussage eines Bankenvertreters in Erinnerung, die ich sehr interessant fand. Und das war nämlich die Frage, die gestellt wurde, beziehungsweise gesagt wurde, wir müssen ja unseren Mist in irgendeiner Art und Weise loswerden. Und das, meine Damen und Herren, ist sicherlich nicht das Geschäftsmodell, was wir für die Banken in Deutschland hier haben wollen. Herr Kollege, das sind nicht die Geschäftsmodelle, die wir vorantreiben. Herr Kollege, loswerden würde gerne Herr Schick auch eine Frage an Sie. Ist das möglich? Die kann er gerne loswerden. Ich gehe davon aus, dass es kein Mist ist. Eben. Danke. Mich würde noch, wir haben es viel zum Selbstbehalt gesagt, zu den Anträgen der Oppositionsfraktion interessieren, ob die FDP-Fraktion die Initiative des Bundesfinanzministers auf europäischer Ebene zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer unterstützt. Lieber Herr Kollege Schick, wenn Sie meine
letzte Rede zur Finanztransaktionssteuer aufmerksam verfolgt haben. Dann habe ich dort bestimmte Punkte genannt, die als Parameter gelten müssen. Wir stehen einer Finanztransaktionssteuer nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, unterstützen die internationalen Bemühungen der Bundesregierung, hier zu einer Lösung zu kommen. Der Finanzminister wird auch von der FDP mitgetragen. Davor, dahinter, Unternehmen. Damit kommen wir zu einer weiteren Frage, und das halte ich für die Kernfrage, nämlich die Frage, ob wir diese Finanzmärkte wirklich regulieren wollen oder ob wir so weitermachen wollen wie bisher. Und da sage ich für die Freie Demokratische Partei, wir wollen diese Finanzmärkte regulieren. Wir wollen eben nicht so weitermachen wie bisher, weil wir aus der Krise gelernt haben. Wir wollen eine Benchmark setzen in Europa. Und da haben wir eine sehr sinnvolle Lösung, wie ich finde, ausgearbeitet, nämlich, dass wir zunächst erstmal bei den 5%, wie es in der Richtlinie auch vorgesehen ist, bleiben und bereits im Gesetz festschreiben, dass wir nach 2 Jahren auf diese 10% geben. Damit geben wir der Branche Zeit, sich auf diese Regelung einzustellen. Wir geben der Bundesregierung Zeit, auf eine einheitliche Regelung, nämlich die 10% in der EU zu kommen, was ich für realistisch halte, dass dies machbar ist. Und da sind wir bei der Frage, was ist denn der richtige Wert, Herr Kollege Zöllmer? Wir haben 2 Jahre Zeit, um auch mal empirisch zu evaluieren, was denn der optimale Wert ist, so man ihn denn bestimmen kann. Und auch da kann ich nur das wiederholen, was der Kollege Brinkhaus gesagt hat, wenn da ein anderer Wert rauskommt als 10%, sind wir die Letzten, die uns dem entgegenstehen. Insgesamt ist das damit ein logischer Ansatz, der das Gesetz insgesamt abrundet und zu einem echten Regulierungsgewinn führt. Dies ist nicht nur eine Benchmark für Europa, dieser Gesetzentwurf ist zielführend für die gesamte Welt.